Hallihallo und willkommen zurück in der Steinzeit. Wobei, ne, sieht schon ein bisschen besser aus als Steinzeit. Wir haben die ersten Lehmhütten gebaut, die ersten Ställe sind fertig, der Kornspeicher ist fertig oder Getreidespeicher. Der ist gut gefüllt. Wir haben unser kleines Dörfchen ein bisschen umgebaut. Ich werde noch diese Häutetrockner auch noch demnächst verräumen. Aber erstmal bauen wir diese Lehmhütten jetzt alle aus, weil sieht besser aus, sieht cooler aus und wir müssen Forschungspunkte ausgeben. Ne? Wir haben jetzt so viel Sachen gemacht. Wir haben Forschungspunkte ohne Ende. Wir wollen ja eine Mauer bauen. Ne? Es hat zwar keiner vor, eine Mauer zu bauen, aber wir bauen demnächst eine Mauer. Weil wir wurden ja angegriffen. Aber wo bauen wir die dann am besten? Also, die kann man von hier machen. Jetzt hier so. Die können auch durchs Wasser schwimmen. Also muss ich ja doch rundherum machen. Das heißt, wir brauchen viel mehr Platz. Wir haben viel zu viel. Aber ich will auch nicht die ganzen Bäume aus der Siedlung rausnehmen. Ne, wir haben noch nicht genug 25. Ah, Kapazität 21, ja, ist klar, ne, weil ich baue diese Häuser um. Das finden die jetzt nicht so toll. Hier ist Platz ohne Ende. Da ist Platz ohne Ende. Und hier ist jetzt viel mehr Platz. Da könnte ich sogar eine Hütte dann wegmachen. So, wir können mal hier gucken. Spirituell hat man nichts, aber bei Produktion. Einen Weber, okay, und einen Ausstatter. Ah, es wird langsam, es wird. Okay, dann bauen wir den. Was war das hier? Das war die Hütte. Hier waren Hütten. Das werde ich nachher wegmachen. Das grade ich jetzt noch ab. Und das wird verräumt. Ja doch, das machen wir. Zack. Da kommt hier dann der Weber hin. Wie sieht es denn eigentlich aus mit meinen Tieren? Hunde habe ich noch und die Ziegen? Müssen die nicht in den Stall? Was muss hier in den Stall? Dieser Slot kann Tierfutter beinhalten. Ja, okay. Tierlimits. Füttere Tiere. Derzeit keine Tiere darin. Leere Inhalt. Wie kann ich sagen, dass die dahin sollen? Okay, die wird gleich gemolken. Das ist okay. Dann müssen wir mal schauen. Und welche Tiere kann ich noch domestizieren? Wo sind denn die Schafe? Schafe, die brauche ich dann bestimmt für die Weberei. Und Flachs gibt es ja auch noch, ne? Flachs. Flachs-Domestizierung, okay. Ein neuer Mensch ist beigetreten. Dreimal, also drei neue Menschen. Das heißt, ja, Leder-Outfits passt noch, ist okay. Ja, hier wird fleißig umgebaut. Die erste Hütte ist auch schon fertig. Nahrungstechnisch, das passt. So errichtet Hütte plus 1 Wissen. Sehr schön. Hier geht es gerade richtig ab. Hier wird gerade gebaut ohne Ende. Hier bauen wir noch. Wir haben nicht mehr genug. Nicht mehr genug davon. Von diesem hier, vom Feuerstein. Haben wir noch irgendwas in der Nähe? Feuerstein, was haben wir hier? Kupfererz kann ich noch nicht. Eisenerz kann ich nicht, ist ja logisch. Hier könnte ich noch. Ne, die sind leer. Die sind komplett leer. Irgendwo muss da noch Feuerstein sein. Dann müssen wir den abbauen. Und bauen noch den ab. Und hier den. Denn wir brauchen mehr Feuerstein, das reicht nicht. Das passt soweit, das passt auch. Die Hacken haben wir 7 Stück, das ist okay. Oh, meine Katzen machen Lärm. Die drehen gerade am Rad. Ach, jetzt sind die Ziegen drin. Okay, und die brauchen Wasser und Stroh. Jetzt wissen wir Bescheid. Stroh müssten wir theoretisch haben. Das können wir hier mal leeren. Und dann wiederverwerten. Denn hier kommen ja die neuen Strohspeicher hin. Das passt soweit. Und jetzt sind da die alle Tiere drin oder sind die noch draußen? Hier meine Hündchen, was machen die? Denen geht's gut. Ich habe jetzt ganz schön viele Hunde eigentlich. Naja, zu viele. Ja, jetzt wird dieses Lager mal ein bisschen gefüllt. Und wir haben gleich Platz gewonnen. So, dann bauen wir natürlich den. Tja, das ist der Ausstattung. Ein Ort, um Kleidung herzustellen. Ein Ort, an dem Stoffe hergestellt wird. Hm. Bauen wir den Ausstatter hier hin? Der passt hier gar nicht hin, ne? Doch, hier passt er hin. Aber ist ganz schön eng. Bauen wir hier den Ausstatter hin. Und hier baue ich einfach... Ne, nicht den Gerber, den habe ich schon. Das will ich auch nicht. Hallo. Da. Den Weber. Der kommt hier so hin. Einige unserer Einwohner haben keine warme Kleidung. Das können wir aber abschaffen, den Mangel.
Dann ist gerade wieder was schlecht geworden. So, schlachtet ihr die Tiere automatisch oder wie ist das dann? Wie funktioniert das mit den Tieren? Das ist die Frage. Ja, jetzt nehmen die sieht langsam Fahrt an. Wir haben vor allem genug Nahrung. Wenn ich mal hier reingucke in den Nahrungsspeicher, also Brote, wir können auch Brote backen bis Weihnachten. Und das ist schon fast Weihnachten wieder. Können wir denn schon Flachs abbauen? Dann muss ich da mal gucken, ob wir schon Flachs abbauen können. Und ab wann es Flachs gibt? Ab hier, okay. Also Hülsenfrüchte und dann Flachs. Und Schafe wäre wichtig. Aber die Mauer ist auch wichtig, ne? Müssen wir Notstand ausrufen für die Mauer. So, was kannst du bauen? Okay, aus Stoff, aus Wärme und Stil. Hier ist viel Wärme. Wolloutfit und ein Leinoutfit. Okay. Nein, ich soll jetzt gar nichts machen. So. Also macht der dann sozusagen... Genau, er macht Wollstoff und Leinstoff. Habe ich alles nicht. Aber wir haben schon mal die Gebäude. Ja, den kann ich erstmal verwerten. Die Siedlung wird ein bisschen besser. Wir haben Platz für 33 Leute. Temperatur sinkt. Oder, ja doch, die sinkt. So, fischereitechnisch. Wie sieht es hier aus? Ja, 25 Fisch, 15 Fleisch und genug Brot. Und wir können auch genug Brot backen. Also da dürfte nichts passieren. Langsam stört mich da aber ein bisschen so ein bisschen. Aber das sieht auch nicht schlecht aus. Es muss ein bisschen noch Optik. Wäre halt cool, wenn man so ein paar Ziergegenstände noch hätte. Hier kommen noch Hinkelstein, Dolmen und ein Steinkreis. Aber das dauert alles noch. Ah, okay, die brauchen jetzt... ne, der braucht Brennstoff, ne? Holz. Aber die brauchen jetzt alle Holz zum Brennen. Okay, dann werden wir eh Bäume fällen müssen ohne Ende. Wo fangen wir an? Machen wir dann die Felder noch weiter? Machen wir neue Felder auf? Wir fällen mal hier die Bäume. Machen dann hier noch ein paar Felder. Nicht, dass die zu nah aneinander sind. Kann ich dich schon domestizieren? Nee, ne? Esel geht noch nicht. Nee, euch kann ich nur jagen. Aber ich brauche erstmal nicht jagen. Erwachsenes Männchen, Weibchen, Weibchen. So, im Winter sind sie anscheinend im Stall. Okay, und im Sommer über sind sie draußen. Frühling und Herbst. Hunde sind immer draußen, brauchen nichts zu fressen, wie es aussieht. Wie viele Hunde haben wir denn jetzt? 1, 2, okay, es bleibt anscheinend bei 3 Hunden. 3 Hunde ist okay. Was baut er hier ab? Wilde Pflanzen. Kichererbsen, ja, okay, könnt ihr weitermachen, es passt. Hier war Tannin, genau, wo waren die Stöcker? Die hat's doch auch irgendwo. Wir können ja mal die Arbeitsbereiche durchklicken. Wilde Pflanzen, Lehm, Fischen, Wasser, Lehm, Fischen, Steine holen, jupp. Wilde Pflanzen und Stöcker. Ah ja, okay, Stöcker ist genug Platz. Das passt. Theoretisch würde ich jetzt die Lager halt gerne noch weg haben. Weil das verfällt ja auch, oder? Ja. Ein neues Tier wurde geboren. Ziege, dreimal. Wir haben 3 neue Ziegchen. Das ist sehr schön. Es gibt wieder mehr Milch. Und hier oben haben wir gerodet. Das heißt, wir bauen ja noch ein bisschen Emmer an. So, dann können wir noch mehr Leute unterhalten. Dann werden wir nochmal die letzten Hütten hier upgraden. Zack. Zack. Und hier nochmal zack. Ja, und das würde ich jetzt echt gerne weg haben. Das kann alles hier mit rein. Da sieht das auch wieder besser aus. Wir machen das jetzt mal. Und das machen wir genau das gleiche. Jetzt will ich es in die Hütten, ne? Erst will ich es raus haben, jetzt will ich es wieder rein haben. Ich bin schon ein bisschen komisch. Wo ist denn das? Ein Wildschwein? Ein junges Wildschwein. Und ein Bär. Aber ein junges Männchen, den greift man nicht an. Solange er uns nichts tut, tun wir ihm nichts. So, jetzt die Frage. Oder die Minen, ne? Das sind dann unter... Wie bitte? Bergarbeit? Untergrundbergarbeit, oder kann ich nicht lesen? Na, das brauchen wir auch. Wir nehmen das erstmal. Wo gibt's das dann jetzt hier? Muss ich dann wie eine Mine bauen? Oh ja. Okay.
Also kann ich das dann da dran machen. Welche sind am nächsten? Haben wir irgendwo eine nahe? Müssen wir jetzt in den Ursicht wechseln. Das ist nicht nah, das sind andere. Die sind auch nicht ziemlich nah. Schade, dass ich hier keine ab. Zinnerz, das sind die Monolithen, Megalithen. Okay, müssen wir also hier nachsonnen, okay. Kommen die ganzen Tiere jetzt immer her? Na, erstmal mal nicht am Jahren, da kommen die ganzen Tiere. Wir jagen mal das Wall, dieses wunderschöne Wollnashorn. Vielleicht gibt es uns Wolle. Und hier bauen wir eine tiefe Mine. Und machen davor den Baum noch weg. So, die Bäume lassen wir. Das passt soweit. Die haben wir noch angebaut. Wie sieht's aus mit dem Stroh? Haben wir genug? Das passt. Hier wird fleißig gebaut. Ist hier schon abgebaut? Ja, es sind alles Steine, die noch rumliegen. Ja, okay, der ist tot. Wie sieht es bei dir aus, gesundheitstechnisch? Ist okay, fast gar nichts abbekommen. Das passt soweit. Haben wir wieder 7 Mal heute. Das heißt, wir können hier wieder ein bisschen was drauf tun. Und die Geschwindigkeit wieder erhöhen auf 4 Mal. Auf 4-fach Speed. So, die könnt ihr bitte alle noch wegräumen, das wäre nicht schlecht, aber anscheinend machen sie das nicht. Kann ich da jetzt schon was hinbauen? Ja, könnte ich was draufbauen. Wir könnten noch einen Stall bauen. Wollen wir uns hier hinten noch einen Stall gönnen? Hier passt es nicht hin. Passt nicht hin, schade. So, was machen meine Wuftis? Denen geht's gut. Ein altes Männchen, ein altes Weibchen. Alles alt. Und meine Ziegen sind irgendwo. Ja, ist okay. Oh, was ist mit euch? Die Moral ist zu gering. Aber ihr habt doch hier, könnt doch hier beten. Oder wollt ihr davon mehr haben? Haben wir Knochen? Wir haben Knochen. Das heißt, wir bauen hier noch eine schöne... Ach. Abbrechen. Noch ein bisschen mehr spirituell Sancti. Nicht, dass die Leute dann keine Moral mehr haben und abwandern. Und da bauen wir hier noch eins mit hin. Und dann sollte das reichen. Ihr könnt auch erstmal eure Moral befriedigen. Das stört mich gar nicht. Müsst ihr nicht die ganze Zeit arbeiten. Gibt eh nicht genug zu tun. Hier fehlt noch einmal Holz, dann haben wir eine tiefe Mine, das ist okay. Dann kann ich die Gebiete hier hinten eigentlich wieder entfernen. Hier ist ja auch noch eine spirituelle Ecke. Jetzt fehlt ihm noch Wasser, ihm fehlt Moral. Ja, und schon fertig hier alles gebaut. Hier sind meine Ziegen, denen geht's auch gut. Die können wir langsam mal melken. Wir haben 30, wir haben davon 4, weil gerade Sommer ist. Nee. Die sind alle kaputt gegangen. Ui. Ja, dann haben sie halt nichts an, ist auch nicht schlimm. Solange wir noch keine Schafe haben, ist das nicht schlimm. Passt das. Habt ihr dieses Nashorn jetzt endlich mal komplett verarbeitet? Ja, scheint so. Und da kommt der Bär. Ein junges Weibchen. Und hier war ein Bär, ne? Ein Wolf. Ich hoffe mal, der reißt nicht meine Ziegen. Das wäre nicht so toll. So, wir haben unser erstes Bergwerk oder Bauwerk. Hier steht Bauwerk. Dabei ist es ein Bergwerk. Platz für einen Menschen, Platz für 3 Menschen und 50. Okay, hier passen jetzt 50 Feuersteine rein. Oder kann ich abbauen? Passen rein, ne? Das war bitter. So, oh, ihr Plants. Hier wird drin gekocht. Sehr gut. Wird es gleich geräuchert und hält noch länger. Offene Feuerstellen ist eh das Beste. Ja, so langsam, ne, gefällt mir die Siedlung. Es könnte noch ein bisschen mehr Grasstruktur sein. Vielleicht müsste ich einfach nur mal die Videoqualität höher stellen.
also die Game-Qualität. Und es wird gespeichert. Hier wird gebetet ohne Ende, das ist ja Wahnsinn. 1, 2, 3, 4 Leute beten hier rum. Eine neue Ziege wurde geboren, zweimal. So, Felder sind alle da, das passt soweit. Hier ist nichts mehr, das ist okay. Strohtechnisch haben wir noch mehr als genug. Kriegen wir jetzt hier noch irgendwo einen Stall hin? Nee. Hier ist Gelände zu uneben, hier kriege ich einen Stall hin, aber da will ich eigentlich keinen haben. Und hier oben? Hier wird bestimmt... Nee, auch nicht. So, ein neuer Mensch ist der Siedlung beigetreten, zweimal, und wir haben eine Bevölkerung von 30 erreicht. Das heißt, wir können wieder was erforschen. Nehmen wir jetzt das, oder was machen wir? Brunnen graben, da kann ich einen Brunnen bauen, okay, und ein Wasserkraftwerk. Ja, wir brauchen echt den Flachs, wir gehen auf Flachs. Und den Schlitten bräuchte ich später auch noch, damit dann mal das Rad irgendwann erforschen kann. So, nochmal neue Menschen. Ne, Hülsenfruchtdementierung ist freigeschalten. Ja, das weiß ich. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, was ich unbedingt brauche. Erbsen, Wickellinse, Kichererbsen und Linsen. Hm. Hätten sie ein bisschen Abwechslung, das wäre das einzig Gute. Wir machen einfach mal noch hier ein paar Kichererbsen hin. Ne, geht nicht. Was ist das? Steine? Einsammeln bitte. So, 100 Bären mit einem Wissenspunkt. Sehr gut, wir brauchen mehr Wissen. Wir machen hier ein Kichererbsenfeld noch irgendwo mit hin. Da oben. Zack, hier haben wir Kichererbsen. Wir bauen von jedem was. Gibt immer Forschungspunkte. Noch ein paar Linsen. Linsen. Und dann können wir hier noch die Bäume fällen. Dann cutten wir die noch hier weg. Zack. Nicht alle, das wäre ein bisschen viel. Hallo, danke. Und machen hier noch ein bisschen Feld hin. Oh, da ist jemand. Der Charak ist an Altersschwäche gestorben, der Arme. Aber es geht trotzdem weiter. Da wird wieder ein neuer geboren und gut ist. 100 Fisch, wieder ein Forschungspunkt. Es läuft bei uns. Bei ihr nicht, denn sie humpelt. Sie wandert umher, okay. Ja, wenn sie, dann geh doch hier, komm. Okay, das kann ich anscheinend nicht sagen, wenn du das machen sollst. Da kommt der Händler. Sehr gut. Der Händler ist da. Was hast du Schönes im Angebot? Ziegen. Ich würde dir meine Ziegen verkaufen, wenn du das möchtest. Oder halt Laien. Hm, ich könnte mir Laien kaufen. Wie teuer? 6. Oh, ist schon teuer. Meine Ziegen kann ich dir nicht verkaufen. Warum nicht? Ich gebe dir meine Ziegen dafür. Ist doch viel besser. Hier, du kriegst ein paar Sicheln. Und dann kann ich noch... Mehr Mehl brauche ich eigentlich nicht. Egal, nehmen wir. Zack. Wir haben jetzt Leinen. Dann machen wir hier viermal draus. Und dann können wir hier Leinen-Outfits machen. Naja, okay. Besser als nichts. Ziehen die Bäume schon mal weg und wir können ja gleich noch ein paar Felder machen. Kichererbsen, Linsen haben wir schon. Das heißt, wir machen noch diese kleinen... Wir haben auch noch mal Erbsen. Noch mal Erbsen hin. Hallo? Erbsen, danke. Und Enter. Und der nächste ist an Altersschwäche gestorben. Oh, jetzt geht's große Sterben los. Die Leute sind alle zu alt. 500 mal Wasser gesammelt. Das habe ich hier gar nicht mitbekommen. Ich würde aber sagen... Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, gucken nochmal hier schön durch unsere kleine Siedlung. Sie ist echt mittlerweile gut gewachsen. Also dann, bleibt uns treu. Bis dahin und tschüss, euer Rob.